Ja, mir persönlich geht es nach der Verletzung sehr gut. Ich bin ja mit Innenbandriss und nur zwei, drei kleine Verletzungen in die Winterpause eingegangen. Habe danach eigentlich nicht gewusst, wie es geht, ob ich voll trainieren kann. Aber ich habe bis jetzt, also seit 2. Jänner, kein Training verpasst. Natürlich noch nicht bei 100%, aber ich kann alle Übungen mitmachen und es geht von Tag zu Tag wird's besser. Ja, das Letzte, was ich weiß, war die Flanke. Und dann war sie mal 5 bis 6 Minuten gar nichts. Er ist dann in der Kabine, also mir hat es zuerst gewundert, warum ich nicht weiterspielen darf. In der Kabine habe ich dann meinen Kopf oder beziehungsweise das Blut im Gesicht gesehen. Und dann habe ich mir gedacht, okay, das ist vielleicht der Grund, dass es doch nicht mehr geht. Aber wie gesagt, das hat alles schlimmer ausgeschaut, wie es dann schlussendlich wirklich war. Am Kopf, das ist alles wieder gut. Und beim Knie wird auch, also keine Schäden, nichts. Und bin gleich mal wieder topfit. Ja, da war beim allerersten Freundschaftsspiel eine Kapselverletzung und das hat sich dann so lange rausgezögert. Ich habe alles probiert, ich war bei verschiedenen Ärzten, aber es ist einfach nie besser gegangen und darum bin ich eigentlich seit einem halben Jahr nie im normalen Trainingsbetrieb. Immer wieder einmal Training, dann wieder Laufen, dann wieder Physiotherapie und darum hoffe ich jetzt, dass, ich einfach einmal fit bleibe und dass ich mal bei 100% Fitness und ich brauche einfach Spielpraxis jetzt und hoffe, dass ich fit bleibe. Genau, man sagt zwar immer, Gesundheit ist das Wichtigste. Ich war jetzt 26 Jahre mehr oder weniger verletzungsfrei. Aber jetzt hat das nochmal eine neue Bedeutung für mich, weil es gibt nichts Schlimmeres, als wie jeden Tag, wenn die anderen trainieren, du musst zum Physio, 1,5 Stunden. Und darum hoffe ich, dass ich jetzt wirklich einmal fit bleibe und alles andere kommt dann eh wieder voll an. Spanien war eine sehr lässige Zeit. Da habe ich natürlich auch das Pech gehabt nach dem ersten Meisterschaftsspiel. Hat mir im Training einer gefault, dass ich auch 3 Monate komplett weg war. Dann ist es wieder relativ gut gelaufen, bis dann ein Trainerwechsel war. Und dann war ich eher Ersatz und immer nur 10 Minuten, Viertelstunde. Aber abgesehen vom Fußball war es eine richtige lässige Erfahrung. Und ich habe das noch keine Sekunde bereut, dass ich das gemacht habe. Ja, vom Training her ist es ziemlich gleich. Also von der Intensität her und also wir haben drüben ungefähr gleich oft trainiert wie da. Natürlich ist das Wetter ein kleiner Unterschied. Drüben hast du halt bei 30 Grad trainiert und da trainierst du zurzeit im 1,5 Meter Tiefschnee. Aber sonst, es ist drüben gleich Profibetrieb wie da. Und nur ein kleiner Unterschied, die Spiele waren immer am Sonntag um 12 Uhr mittags bei der feinsten Hitze.